Und willkommen zurück auf meinem Kanal und mit einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. So, weiter geht's mit der Quest Ein Fluch für die Dunkelheit. Wir sind fast da, 160 Meter noch circa. Und dann schauen wir mal, was uns in dieser Quest erwartet. Wenn euch das Video ein bisschen gefällt, würde ich mich sehr, sehr am Ende der Folge über ein Like, Kommentar oder auch über ein Abo freuen. Aloy, du bist jetzt fast da. Wird doch Zeit, dass du dich meldest. Direkt vor dir ist eine Felswand. Daran sind Haltegriffe, die nach oben führen. Oh, wirklich? Und wer hat sie angebracht? Gut. Warum auch antworten? Geheimnisse sind ja so viel aufregender. Genau. Das Eclipse-Fokus-Netzwerk crashen. Wie machen wir das? Oh, Moment. Nicht wie. So, was hat denn der hier noch? Outfit-mäßig? Ich kann mir eh nichts kaufen, gell? Nee, ich bin komplett. Was hat der Waffen? Hat der was Neues Waffenmäßiges? Nee. Okay. Hier. Ich mach ja die gefährlichen Sachen. Du hörst nur mit. So, auf geht's zu der Felswand. Schaut schon cool aus, ja. Ich denke mal hier hoch. Da sind die Griffe auch schon. Da sind die Handgriffe. Man da durch? Wie du gesagt hast. Schon ist das. Hast du gehört, Silence? Nein. Das Schweigen im Walde. Okay. Geht hier hoch. So. Okay. Lagerfeuer. Was sehr jetzt? Schön. Du wartest einfach. Setz dich ans Lagerfeuer und ruh dich aus. Wir reden, wenn es dunkel wird. Es ist dunkel. Wenigstens leistet mir das Feuer Gesellschaft. Wie schön, dass du es einrichten konntest. Unsere Aufgabe, heute Nacht das Fokusnetzwerk crashen. Ja, sag mir, was ich nicht weiß. Wie? Zuerst schleichst du dich in die Hauptbasis der Eclipse ein. Was? Aber ja. Und zu deinem Glück stehst du schon an ihrer Haustür. Du musst nur durch den Spalt. Wenn du in der Basis bist, siehst du dein Ziel. Einen baufälligen Langhals und sehr stark modifiziert. Klettere auf ihn. Oben auf seiner Scheibe ist eine Art Modul eingebaut. Zerstöre es und es kommt zum Fokus-Netzwerk-Crash. Dann warst du Teil von der Eclipse. Ich war noch nie ein Teil von irgendwas. Ich arbeite nur für mich, schon immer. Doch... In der Tat war es so, dass ich der Eclipse half, bevor ich ahnte, wie gefährlich sie sind. Es war ein Fehler, den ich jetzt wieder gut machen möchte. Was für eine Art Hilfe war das denn? Kletter durch den Spalt, Aloy. Es gibt jetzt Wichtigeres, als Fragen zu stellen. Okay, dann ist der Langhals eine Art Antenne. Was ist denn das überhaupt für... Oh, hier, wir können hier skillen. Ich werde mal das skillen. Bewege dich mit schweren Waffen schneller. Okay, und dann wollte ich eigentlich schauen, Quest... Hauptquest... Stufe 20. Okay, das müsste eigentlich dann gut funktionieren. Das wird ganz schön eng. Verdorbene Maschinen. Sie patrouillieren hier. Eher wie Soldaten. Den könnten wir so anlocken normalerweise. Das wird funktionieren. Oh. Ach, komische Vögel da. Yeah.
kurz erstmal einen nach dem anderen holen hier von denen. Hier soll es ja kommen. Okay, da vorne ist der komische Vogel da. Das Langbein, oder? Verdorbenes Langbein. Ich weiß ja, ob wir die mit einem Schlag killen können. Probieren wir es mal. Wahrscheinlich nicht. Heftig. Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ich werde mal Munition erfüllen. Langsam hier durchschleichen jetzt. Kann ich einen Mount rufen? Nee, kann ich leider nicht. Deswegen ein bisschen Medizin, das ist schon mal gut. Das nehme ich lieber mit. Den muss ich eigentlich fast noch erledigen, sonst komme ich da nicht hoch. Ist
geht es eigentlich? So, jetzt brauche ich ein bisschen Medic. Jetzt komme ich hier nicht mehr weit. Langsam hier hoch. Na? So, da jetzt hoch, oder? Da darf schon ein Kletterpunkt sein. Weiter kommt. Entfernte Explosion. Ignorier sie. Ist nicht deine Sache. Verdorbene hier. Müsste doch killen können, der hat doch normal nicht so viel Energie. Gehen das clean hier alles. Okay, weiter geht's. Nehmen wir natürlich alles mit. Wintergold. Geht doch. Du bist nah dran. Du musst nach oben. Naja, jetzt muss ich erstmal die Viecher hier killen. Sind da noch ein paar? Kann man ein bisschen schneller gehen hier? Komm.
kommen jetzt, Papa, komm. Alles klar. So, ist hier noch irgendjemand? Ist hier rum? Schauen wir noch, ob es hier noch irgendwas Schönes zu looten gibt. Gehen hier noch irgendwann. Hier scheint clean zu sein. Der Langhals ist hinter der Kante. Du siehst ihn, wenn du oben bist. Du musst schnell handeln. Ja, er muss erst mal hochkommen. Du musst die Sache erledigen, bevor sie Alarm auslösen. Dann mal los. Okay, schauen wir uns das mal an. Hörst du mich? Ich sehe die Beine eines Langhalses, aber keinen Langhals. Verdammt. Der Transmitter wurde entfernt. Sieh in der Schlucht links von dir nach. Er kann nur dort sein. So viel zu deinem Insiderwissen. Bei den Explosionen? Toll. Du hast genau einen Versuch, Aloy. Also spar dir den Sarkasmus und mach einfach. Siehst du die Brücke über die Schlucht? Ja. Merk dir ihren Standort. Man kann sich seitlich an ihr abseilen. Das ist dein Weg hinaus. Okay, ich sehe schon. Und die Eclipse-Truppen? Umgehen oder töten, deine Wahl. Die Sprengung sollte alles übertönen. Finde den Langhals und zerstöre dieses Modul. Dann mal los. Allein. Mein Speer ist für die Tiefräuber immer schön scharf. Ich werde jetzt genauso machen wie mit den anderen Viechern. Dass sie mich aus meinem Haus vertrieben haben. So gut wie es geht, die schon vorher killen. Hier hat das einen von uns erwischt. So satt. Ich will nach Meridian. Okay, das hat er ganz gut hingehauen. Da haben sie gesagt, rein, oder? Wenn wir Meridian zurückerobern, lasse ich die Rache Morde Helis. Der Boden sieht zerwühlt aus. Ziehspuren. Zu dem Tor. Das Tor ist verriegelt. Kein Durchkommen. Du brauchst einen anderen Weg. Ach ja? Die Hütte. Sie ist größer als die anderen. Such den Langhals, Aloy. Für anderes ist keine Zeit. Aber ich kann sie mir nehmen. Hier liegt eine Leiche. Oh Gott, den habe ich ja gar nicht gesehen. Da draußen hat niemand auf uns abgesehen. Da!
Okay, es läuft doch ganz gut bis jetzt. Okay, da kommen wir auch schon wieder weg, ja? Okay, da muss ich anscheinend noch skillen für den Anführerschlag. Ist da vorne ein Kampf? Nein. Eine Ausgrabung. Wenn du schnell bist, betrifft es dich nicht. Toll, noch ein Geheimnis. Gegner sehe ich jetzt keinen mehr. Also es scannt zumindest nichts mehr. Eine Ablenkung. Hier sind viele Datenpunkte. Diese Rüstung. Sie kann nur einem Mann passen. Helis. Das ist seine Hütte? Nicht gerade toll. Was hast du erwartet? Seine einzige Extravaganz ist seine Brutalität. Du kennst ihn also? Nur so gut, dass ich ihn stoppen will. Es war bestimmt nicht einfach, den Langhals zu ziehen. Warum bloß? Du sollst ihn einfach nur finden. Zerstöre das Modul. Und dann nichts wie weg hier. Jede Menge Sprengungen da oben klingt nach viel Arbeit. Also, okay. Hoffentlich lenkt sie das genügend von dir ab. Ich sehe ihn. Sie haben irgendetwas um ihn herum gebaut. Kletter hoch. Je schneller du bist, desto besser. Mir gefällt das nicht. Es fühlt sich falsch an. Alles hier ist falsch. Zerstöre einfach das Modul. Jetzt mach, komm. Ich sehe das Modul. Gut. Und jetzt schnell. Das ist Hades? Aloy, jetzt ist nicht die Zeit. Ein Metallteufel. Öffne das Modulgehäuse. Jetzt. Aloy, tu, was ich sage, sonst sind wir verloren. Einheit ist jetzt hier. Einheit falsch kalkuliert. Einheit vernichtet mich nicht. Bin außerhalb der Reichweite. Du vielleicht. Aber das hier nicht! Vernichtet die Einheit! What the fuck? Auf geht's, Aloy. Lauf oder du stirbst! Ich seh's als Krieg auf Fahrt. Beeil dich! Ja, guter Witz! Glaubst du, ich nein! Scheiß, gestorben! Okay, nochmal das Ganze. Los, Beeilung! Oh Mann! Beeilung! Oh, ja, guter Witz! Oh, glaubst du, ich halte ein Schläfchen?
Soll das ein Witz sein? Oh. Kein Problem. Schalte ich das denn nicht ab? Ich drück da drauf und die macht nichts. Mein Gott. Wir sind im Wasser gelandet. Normalerweise müsste ich jetzt dann überlebt haben. Hoffe ich zumindest. Na, Aloy. Oh, schaut sauer aus. Knapp, aber du lebst. Du schickst mich da rein, obwohl du weißt, dass Hades da ist? Ich habe dein Leben riskiert. Anders ging es nicht. Aber dafür erfahren wir jetzt auch beide, was wir wollen. Die Geheimnisse von Zero Dawn. Ich glaub dir das langsam nicht mehr. Gut. Das heißt, du wirst klüger. Vertrauen ist etwas für Narren. Es ist instabil wie Sand. Keine gute Basis für eine Partnerschaft. Aber gemeinsame Ziele, das ist ein gutes Fundament, auf dem wir ein gegenseitiges Verständnis aufbauen können. Wir wollen Antworten, Aloy. Und dank dir sind sie endlich zum Greifen nah. In Sonnenfall. Ich melde mich. Du verdammter Mistkerl. Ich würde den Fokus wegwerfen, um dich loszuwerden, Silence. Aber ich brauche ihn noch. Auf nach Sonnenfall und Zero Dawn. Okay, und das war das Stichwort für den Cut. Ich würde sagen, wir schauen uns das in der nächsten Folge an. Aber ich würde gerne beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen Nebenquests wieder machen. Genau. Wenn euch das Video ein bisschen gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Kommentar, Like oder auch Abo freuen. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.